Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Online-Gottesdienst hier aus der Rimberti-Kirche. Heute feiern wir Pfingsten, weil der Himmel bei uns wohnt. Wir feiern Pfingsten. Die Apostelgeschichte erzählt von einem mächtigen Brausen im Himmel, wie der Geist Gottes auf die Erde saust, wie er sich als kleine Feuerflamme auf die Köpfe setzt und alle anfangen zu predigen. Ein jeder in seiner Sprache, und das Wunderbare ist, alle verstehen einander. Die, die das von Ferne sahen, dachten, sie sind voll des süßen Weins, freudetrunken. Oder feuertrunken, wie Friedrich Schiller dichten würde. Vor ein paar Tagen habe ich die Himmelfahrts- und Pfingstgeschichte mit den Kindern nachgespielt. Ganz berührend waren die Kinder, die die Wolken spielten und Jesus ganz vorsichtig in den Himmel gebracht haben. Im Himmel sah Jesus dann, dass auf der Erde viel Wirrwarr war. Ich hatte ihm eine Gießkanne bereitgestellt, in der sich der Heilige Geist befand. Jesus nahm diese Gießkanne und goss den Heiligen Geist auf viele kleine Gummistiefelfüße. Das machte den Kindern natürlich besonders Spaß. Pfingsten, ein vielfältiges Fest. Für die einen ist die Ausgießung des Heiligen Geistes zentral, für andere das Sprachwunder. Und manche feiern heute einfach, dass es endlich Lockerungen gibt. Die Außengastronomie ist wieder offen, Shopping geht auch wieder. Meine Güte, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe seit einem Jahr den immer gleichen Pullover getragen. Unsere Freunde und Freundinnen dürfen wieder zu Besuch kommen und müssen nicht um 22 Uhr nach Hause. Freudetrunken, feuertrunken. Diese zwei Worte geistern schon seit einigen Tagen durch meinen Kopf und in meinen Ohren klingt ein ganzer Chor mit Orchester. Nach 14 Monaten voller Einschränkungen, völlig verändertem Alltag, Verzicht und Vorsicht, Ängsten und Verlusten, extremen Kraftanstrengungen, den Alltag zu bewältigen und durchzuhalten, ja, da wirken die Lockerungen wirklich wie ein Wunder. Und Pfingsten 2021 wird zu einem freudetrunkenen Fest, zu einer Ode an die Freude. Freude, schöner Götterfunken. An unserer Gemeinde sind diese 14 Monate nicht spurlos vorbeigegangen. Obwohl wir nicht viel machen konnten, hat sich doch vieles getan. Wir sind neue Wege gegangen und der Hashtag digitale Kirche wurde für uns prägend. Das war ohnehin längst überfällig. Wir feiern heute den 65. Online-Gottesdienst. Lieber Carsten, da hast du eine Menge Material aufgenommen und geschnitten und vor allem viele Versprecher ertragen. Aber wir sind nicht nur digitaler geworden, wir feiern auch immer öfter auf unserer Wiese Gottesdienst. Ich nenne diese Gottesdienste gern Hüttengottesdienst, denn unsere Hütte aus der Adventszeit ist stehen geblieben, damit wir bei euch bleiben können. Der positive Nebeneffekt ist,
dass Rimberti dadurch viel offener ist und viel mehr in unseren Stadtteil hineinklingen kann. Und das wollen wir als Gemeinde. In Rimberti arbeiten viele engagierte Menschen daran, unsere Gemeinde für die Zukunft aufzustellen. Wir wollen nicht stehen bleiben, wollen nicht kleiner werden, wir wollen neue Wege gehen, aufbrechen und offener sein. Wir hinterfragen das Selbstverständnis unserer Gemeinde. Halten wir das durch, die liberale, undogmatische Stimme in einer zunehmend konservativ werdenden evangelischen Kirche zu sein? Finden wir die richtige Sprache und Ansprache? Können wir der Götterfunke sein, der Freude versprüht? Freudetrunken, feuertrunken. Die Pfingstgeschichte von Lukas greift tief in die Schatzkiste der neutestamentlichen Lieblingssymbole. Feuerflammen tanzen auf den Köpfen, der Heilige Geist erfüllt die Menschen und schwupps passiert das Pfingstwunder. Alle verstehen sich über jegliche Sprachbarrieren hinweg. Pfingsten gründet auf Glauben und Verstehen. Glauben und Verstehen, so heißt die berühmte Aufsatzsammlung von Rudolf Bultmann. Er hat das Neue Testament ordentlich auf Herz und Nieren geprüft. Er hat die Mythen herausgefiltert und Bultmann hat nichts gezuckert. Er ist ein Albtraum für alle Wortgottesverfechter. Bultmann hätte in der Pfingstgeschichte eine Menge mythischer Stoffe gefunden und sie auseinander gepflückt. Mir reicht es heute darauf zu verweisen, dass Pfingsten Glauben und Verstehen ist. Wenn wir denkend glauben, brauchen wir keine Feuerflammen, die auf unseren Köpfen tanzen, dann brauchen wir keinen Heiligen Geist, der die Trinität als Kirchendogma komplett macht. Es würde ja schon reichen, wenn wir, die wir glauben, einander verstehen würden. Und das ist für mich heute der wichtigste Gedanke aus der Pfingstgeschichte. Dass wir einander verstehen und uns einander zuwenden, damit das Fremdsein schmilzt und wir keine Angst vor dem Anderssein haben. Dass wir beieinander bleiben, uns nicht trennen und immer wieder zueinander finden. Weil wir alle Menschenkinder sind und weil wir aufeinander angewiesen sind. Albert Schweitzer hat das auf den Punkt gebracht. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Er nennt es die Ehrfurcht vor dem Leben. Und da ist kein Platz für Fremdenhass und Antisemitismus und der Himmel ist kein Ort für Raketen. Weil wir alle Leben sind, die leben wollen, inmitten von Leben, das Leben will. Die Ehrfurcht vor dem Leben, Glauben und Verstehen, das ist das Pfingstwunder. Und so singt auch unser Schaukasten hier in Rimberti ein neues Lied. Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Pfingsten.
Und so wollen wir uns heute unter Gottes Segen stellen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und verleihe dir seinen Frieden. Amen.